Hallo, tschüss, servus, grüß die anderen, doch willkommen. Dass ihr heute unser Zusammenschub vernommen. Es ist so schön, so viele Freunde heute zu sehen. Und ein paar Nächte, die wir nicht übergehen. Wir möchten für euch blödeln und sogar was singen. Mit einem Witz, da werden wir echt zum Locher bringen. Gemütlich soll es einfach mit uns beiden sein. Und da wird ihr nicht föhn, und da wird ihr nicht föhn, und da wird ihr nicht föhn, ein gutes Glas an Wein. Jawohl, da haben wir ein Glück, es hat nichts zum Saufen. Trotzdem, einen wunderschönen Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei uns macht's nichts, wenn ihr nichts zum Saufen habt. Wir haben. Zuerst sind jetzt zwei Männer draußen gestanden und der eine zum anderen gesagt, erst, ich möchte wieder einmal so einen lieben kleinen Rausch haben. Und der andere gesagt, du musst weniger saufen. Nicht? Der hat sich ausgekennt, ein Fachmann. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle wollen wir uns persönlich ein bisschen vorstellen. Ich stelle euch einmal den Rudi vor, aber den kennt ihr ja. Vielleicht kann ich euch ein bisschen was Privates über den Rudi erzählen. Er ist ein wahnsinnig sparsamer Mensch. Man glaubt es nicht, wenn man so ausschaut. Der ist nämlich ganz okay, ist verschwitzt, ist er zu Hause gekommen, die Haare sind ihm ins Gesicht gekommen. Sagt seine Frau, Schatzi, was ist denn los mit dir? So, ich bin in den Autobus hochgerannt, da habe ich ihn nicht erwischt. Bin ich bis zur nächsten Haltestelle, habe ich ihn wieder nicht erwischt. Dann bin ich hinter den Autobus bis heimgerannt. Sagt sie, Rudi, freu dich noch, hast du einen 1,50 Euro der Sport? Sagt er, nein, ich ärgere mich. Weil wenn ich hinter dem Taxi gerannt war, hätte ich mir 15 Euro der Sport. Nur ein Geld ist der Schätze. Der Sport überall. Ein Sparmaster. Ja, im Trend der Zeit ist er natürlich zum Bauern gegangen, einkaufen. Und bei seinem Biobauern. Und da sagt er, was kostet die Gurken da? Das ist so schöne Schlangengurken hat er gehabt. Sagt er, das ist eine Biogurken, die kostet also 2,50. Sagt der Rudi, das ist mir viel zu teuer. Ja, so, aber da hängt ja da am Gebüsch, hängt ja so ein kleines Gurkel drauf. Was kostet die? Sagt er, na 10 Cent. Sagt er, die kaufe ich, hol mir sie in 2 Wochen. Ja, irgendwie musst du halt gleich anfangen. Ja, wohin muss geht. Mit allen Dingen. Er trägt auch noch die Hemden aus der Kinderzeit, trägt er auf. Und da ist ihm der Kragen ist ihm viel zu eng geworden. Hat er sich die Mandeln nehmen lassen? Krochmandeln. Beim Joggen ist er mir eigentlich entgegengekommen, hat er nur einen Schuh. Also, Rudi, du hast einen Schuh verloren. Sagt er, nein, ich habe einen gefunden. Immer dasselbe Theater mit ihm. Ne? Fällt euch auf, wie deppert der jetzt schon ist? Gibt's ja nicht. War dann ehrlich eingeladen. Bei Freunden war er eingeladen und die haben ein wunderschönes, großes Gesöch am Tisch gestellt und ein großes Messer dazu gekriegt und den zwei Zinken und sagt der Gastgeber, sagt, geh Rudi, sei so nicht, schneid das Gesöch an. Sagt er, wo soll ich es noch anschneiden? Sagt er, schneid es an, wo du willst. Sagt er, dann bei mir daheim. War sehr gut, sehr gut. Ein guter Schnitt. Bei unserem Geschäft ist es so, wenn man spät in der Nacht nach Hause kommt, also, meistens ist es so nach 12, nicht? Ja, so klein der Früh. Ja, ist ja wahr, nach 12 ist es in der Früh. Da macht man irgendwas, man kann den Schalter nicht umkippen und sie niederlegen, nicht? Da was schaut man noch ein bisschen in die Fernsehkisten rein. Was meinst du? Und ja, vor Jahren haben wir was anderes gemacht, aber heute schauen wir ins Fernsehkastel rein. Du kannst dich noch erinnern, ja, das schon. Und in der Nacht so nach 12, da sind immer so spezielle Werbesendungen, so Sexwerbung. Ja, genau. Vielleicht hast du das so gesehen irgendwo. Da super, kommt, super. Da kommt so ein Nackerte daher, so im Ledergewandel mit der Peitsche. Ja. Und ruf mich an. Ja. Und der Telefonnummer ist auch eingeblendet, super. Eine Sex-Hotline. Ja. Wenn du da anrufst, brauchst du einen Bausparvertrag. Und der Rudi war gut im Rennen, er hat auch Achtel zu viel gehabt. Und sonst, eine alte Gewohnheit, trinkt er auch noch also ein Achtel Rotwein. Ja, und dann hat er noch ein Achtel getrunken. Nein, das brauchst du nicht erzählen. Nein. Und die Lederne ist dahergekommen mit der Peitschen. Das will keiner wissen. Er hat angerufen. Hör auf. Hat eine ganz verruchte Frauenstimme, hat abgehummert. Schatzi. Was kann ich für dich tun? Sagt er, ruf mich zurück. So ist er, Rudi Kanderer. Das ist wirklich. Alles verraten hier. Muss alles verraten. Gut, jetzt hat mich mein lieber Kollege. Falsches Song. Hast recht, ja. Aber wirklich, der kommt so gut bei den Frauen, ich verstehe es nicht. Letztes Mal, pass auf, ein Beispiel. Ne? Letztes Mal sitzt er in der Straßenbahn. In Wien, Straßenbahn. Normal fährt er mit dem Auto. Straßenbahn ist er gefahren. Ne?
Vor mir steckt eine Fische, Blondine oder so. Na. Länger. Die war ein bisschen gewuschelt. Gewuschelt, der hat es gehabt. Steckt er, sitzt sie genau gegenüber von ihm. Er schaut sie ja, sie schaut er mal. Auf einmal so der Herzknischl. So ein schöner Tag. Ich war so was Fesches. Setzt sich mir gegenüber. Die schönen blonden Haare, Frau. Und das Gesicht und die Figur. Sagt sie, gehen Sie uns auf, Sie wollen mich da eh nur schnackseln. Sagt dann gescheit, sind Sie auch noch. Das muss man sich vorstellen. Das muss er sich das vorstellen. Das hätte ich nie gesagt. Das sind so seine Erlebnisse. Das bringe ich nicht über die Lippen. Aber er fährt ja nicht nur mit der Straßenbahn, er fährt ja auch mit der ÖBB. Ich schaue so angespannt. Wer fährt euch noch mit der ÖBB? Eine Dame, zwei Damen. Sie wohnen im Bahnhof wahrscheinlich. Steigt auch eine junge Dame in Zug ein, der Schaffner kommt und sagt, Fahrscheine bitte. Na, die gibt er mir einen Fahrschein. Du, der Herzknefrau, ist ein Kinderfahrschein. Sagt, sehen Sie, so lange habe ich am Zug gewartet. ÖBB. Er fährt ja weitere Strecken an. Letztes Mal ist er nach Salzburg gefahren, nicht? Festspiele. Bah, da spielt er sich an, ne? Salzburger Festspiele ist eingestiegen in Zug mit seiner Frau. Sind sie da oben reingegangen, nicht? Ganz allein sind sie drinnen gesessen. Sie in Fortrichtung ihr entgegengesetzt, ne? Und der Zug fängt zum Fahren, keine Leute da. Alter, mit sie. Setz den nicht mehr. Sagt, geh hier auf, Peter. Das geht doch nicht, wenn da wer reinkommt. So, damit sie. Wir sind ganz allein. Setz den nicht mehr. Sagt, geh hier auf, das geht doch nicht, wenn da wer reinkommt. So, da setz den nicht mehr, ich kann den nicht mehr anschauen. Nicht? So ist er, ja. Die wahre Liebe. Genau. Letztes Mal da zu seiner Frau gesagt, Schatzi, hast du jemals mit anderen Männern geschlafen? Und sie gesagt, geschlafen wieder bei dir, bei den anderen war ich munter. Nicht? Also, jetzt wisst ihr schon, wie es bei einem zugeht, gell? Aber soll ich euch ein Geheimnis verraten? Nein. Wollt ihr das wissen? Weißt du, wir sind ein bisschen sportlich auch, nebenbei. Nebenbei, ja. Braucht es nicht so denken, nicht? Das Tennis spielen haben wir noch. Tennis spielen, ein wunderschöner Sport. Ne? Haben wir Tennis gespielt, sind wir noch in die Dusche gegangen. Habe ich bei meinem Kollegen gesehen. Was war er? Er hat eine Intimrasur. Ah, das muss man nicht erzählen. Und das sollen die ja besser kennenlernen. Ne? Er hat eine Intimrasur, ich weiß auch warum. Ne? Das ist genau das, wenn es den Summe im Garten in Rosen machst, schaut nachher der Gartenzwerg auch größer aus. Ne? Der Zwergi. Das hört er nicht gerne. Aber jetzt bin ich überzeugt, wenn ich seinen Namen sage für den heutigen Abend, wird dementsprechend Applaus einsetzen. Für heutigen Abend ist es unser hier, Peter Peters. Dankeschön. Jetzt geht's los. Dankeschön. Es wird nichts besser, wenn man immer wieder denkt daran, dass man am ersten Dialogscheine nicht zahlen kann. Und wenn der Arzt gesagt hat, keinen Tropfen Alkohol, na, vielleicht sitzt er heute da und ist schon selber voll. Und deine Sorgen, die sind da, die nimmt dir keiner weg. Denk's einfach nur an das Zitat von Goethe. Ach, mir leckt deswegen ein Mensch, weil viel Spaß zum heutigen Programm. Nimm's unseren Schmäh, so wie er ist und fühlt sich mir daheim. Yeah. Das hat da der kleine Franzi zu seinem Papa. Du Papa, wann warst denn du das letzte Mal in der Schule? Sag dir, na, wenn ich so eine Nacht rieche, also wird schon 20 Jahre her sein. Sag dir, ja, dann geht's ja sicher aus. Weil vorige Woche hat der Lehrer gesagt, seit 20 Jahren war ich mal so ein Trottel da in der Schule. Die Kinder, gell? Ist das so geil und schon so. Ist das nicht schön? Ja. Sag dir, der kleine Franzi zum Lehrer. Frau Lehrerin, wie geht's Ihnen denn so? Sagt sie, ja, mir geht's gut. Ich werde euch eine Frage stellen, warte mal. Wisst ihr eigentlich, von wo der Strom kommt? Sagt er gleich, Frau Lehrerin, der kommt vom Urwald. Wie kommst du denn auf das? Sagt er, ja, gestern hat der Papa gesagt, jetzt haben uns die Ofen schon wieder in Strom angetragen. So was Herziges. Ja, zu den Kindern, zu der Schule, da passt natürlich auch der Elternabend dazu. Und da ist der Herr Papa gesessen mit dem Lehrer zusammen und der Lehrer sagt, also, es tut mir leid. Also, ihr Herr Bauer, muss ich noch sagen, der ist also ganz schwach in Multiplizieren und Dividieren. Sagt, Herr Lehrer, wer braucht Latein? Die habt doch hier keinen Rechner. Ja.
Nein, machen wir ein paar so Witzgeschanzel, das machen wir am Anfang immer. So umeinander gewöhnen, musikalisch und die Lautstärke, dass wir sich ein bisschen zusammen gewöhnen. Statt erzählen, spielen. Spielen, ja. Gut. Also gehen wir da. Gehen wir's an, mit ein paar Liebe schmecken. Gehen wir's an, mit ein paar Liebe schmecken. Der Doktor sagt, es ist gewiss, ja, sie haben Syphilis. Gott sei Dank, sagt drauf der Mann, ich hab schon geglaubt, dass die Mosern sind. Jodesan, so liebe kleine Schmäh. Ein Lieblingsstrophen von mir für die Damen. Wer Frau sitzt ganz allein daheim und weil ihr Vater strahlt die Dame, dann schenkt sie sich ein Glas allein und schaut sich in den Spiegel rein. Dort sitzt sie lang und guckt, auf einmal lacht sie wie verrückt. Sie lacht so blechend wie ein Schirm und sagt, ich schieche es auf ein Gunnirm. Jodesan, so liebe kleine Schmäh. Jodesan, so liebe kleine Schmäh. Ein Fernseher, den haben wir 130 mal 104. Was, so groß ist der geraten? Okay, hör auf, das sind die Raten. Jodesan, so liebe kleine Schmäh. Ein Mann, so an die 80 Jahre, steht glücklich vor dem Traualtar. Seinen Stolz, den muss man einsehen, weil seine Braut, die war erst 19. In der Nacht, da fragt er sie, bist du aufgeklärt, Marie? Nein, haucht sie, drauf sagt er blöd, weil ich weiß nimmer, wie das geht. Jodesan, so liebe kleine Schmäh. Meine Frau schaut außen nicht viel gleich, doch innen ist an Schönheit reich. Drauf spricht ein anderer gelassen, vielleicht sollten sie es wenden lassen. Jodesan, so liebe kleine Schmäh. Ein Bub sagt zu seinem Freund auf die Nacht, du, der Storch, der hat uns Drilling gebracht. Der andere sagt, ich wisset gern, wie die drei den hassen werden. Der erste sagt, schon nach Sekunden, da hat der Papa den Namen gefunden. Er hat sich einmal gehaut aufs Hirn und hat geschrien, Himmel, Arsch und Zwirn. Jodesmann, so liebe kleine Schmäh. Vielleicht kommen wir noch zum Thema, wollen wir Schule ein bisschen. Schule. Ja, sagt der Lehrer, liebe Kinder, wir haben übermorgen Elternsprechtag. Und ich kenne eure Eltern nicht, aber wir machen Folgendes. Wir schauen, dass die Eltern zu uns kommen in die Schule. Und na, pass auf, ich frage euch einmal, Kinder, über den Beruf der Eltern. Dann kenne ich mich auch schon ein bisschen aus. Kali, was ist denn dein Papa vom Beruf? Ja, mein Papa, der fährt in Wien den ganzen Tag in der Straßenbahn und der fährt immer im Kreis. Und wenn er am Abend rauskommt, ist er immer so schwindelig. Und da schafft er sich dann an, der Papa. Ja, ist wichtig, Straßenbahnführer, sehr wichtig. Also, Franzi, was ist denn dein Papa vom Beruf? Mein Papa, der hat einen komischen Beruf, weil der stinkt immer so. Ja, der geht in der Früh mit seinem orangenen Quandl weg. Dann rammt den Dreck von den anderen weg und wenn er zu Hause kommt, dann stinkt er immer so, der Papa. Das ist auch ein wichtiger Beruf, sehr schön, sehr wichtiger Beruf, muss man schon sehen. Sabine, was ist denn dein Papa vom Beruf? Mein Papa, ja. Mein Papa ist Portier in einem Puff.
Sabine, wäre es möglich, dass dein Papa morgen zu mir kommt? Ich möchte mit ihm ein bisschen was besprechen. Ja, ich werde es ihm sagen. Ja, am nächsten Tag kommt der Papa wirklich und der Lehrer gefreut sich natürlich, dass er gekommen ist. Das freut mich, dass Sie gekommen sind. Wissen Sie, ich habe die Sabine gestern noch einen Beruf der Eltern gefragt, ich habe alle Kinder gefragt, aber besonders die Sabine. Und die Sabine hat gesagt, sie sind Portier in einem Puff. Gehen Sie bitte, hätten Sie es nicht umschreiben können irgendwie. So, der was hat es gesagt? Sie hat gesagt, sie sind Portier in einem Puff. Wissen Sie, das geniert sich so für mich, ich bin Abgeordneter im Parlament. Das ist eine Chance. Das ist eine Chance. Eine Hausfrau geht einkaufen und geht aus vom Einkaufen mit den vollen Plastiksacheln und durch seinen kleinen Beselpark durch und hinter dem Gebüsch springt auf einmal also ein Exhibitionist, springt aus, er reißt den Mantel auf, sagt, Jesus, die Schrimps habe ich vergessen. Geht nimmer mehr einkaufen, gell? Nein, der geht nimmer mehr einkaufen. Aber manchmal kommt der Mann von der Arbeit heim, weißt du, der geht nicht immer gleich vor, der kommt auch ein Mann von der Arbeit heim und sagt, Schatzi, ich habe ein Problem, ich muss mit dir reden. Sagt, jetzt sind wir 30 Jahre verheiratet. 30, was heißt, ich habe ein Problem? Wir sind 30 Jahre verheiratet, das heißt, wir haben ein Problem. Was willst du mir denn sagen? Du weißt, meine Sekretärin kriegt ein Kind von uns. Unangenehm. Da, oh. Oh, unangenehm. Oh, da. Noch zwei von ja. Einkaufen? Ja. Da sitzt eine Ehepaar sitzt zusammen und beim Frühstück und die reden miteinander und sagt sie, Schatzi, ich habe heute einen Traum gehabt, das war so wunderschön. Ich war einkaufen beim Lidl und da ist mir eine Fee erschienen und die hat gesagt, du kannst einkaufen, so viel du willst, du brauchst überhaupt nichts zu bezahlen. Ich habe zwei Wageln vollgefüllt und an der Kasse habe ich nichts bezahlt. Sag nur, das ist ein Leber, nicht? Aber ich habe einen guten Traum gehabt, mein Leberfreund. Ich habe den geilsten Sex meines Lebens mit zwei Weibern gehabt. Sagt sie, war ich wenigstens dabei? Sagt er, nein, du warst beim Lidl einkaufen. Also in Wien haben wir ja sehr hohe Gemeindebauten. Ja, das weiß man natürlich. Man hat sehr hohe Gemeindebauten in Wien, ist eh klar. Jeder Quadratmeter muss ausgenutzt werden. Und da wohnen zwar im 9. und im 10. Stock genau übereinander und haben die gleiche Wohnung miteinander. Also vom Grundriss her die gleiche Wohnung. Und die zwei fahren natürlich im Lift immer miteinander und reden miteinander. Und sagt der eine zum anderen, ja, vorige Woche habe ich euch tapeziert. Sagt er, hören Sie auf, was haben Sie denn tapeziert? Sagt er, ich habe gemacht, einen Gang habe ich gemacht und ein Zimmer habe ich gemacht. Sagt er, hören Sie auf, das würde ich auch machen, brauche ich nicht ausmessen. Wir haben ja die gleiche Wohnung. Nicht? Sagt er, wie viele Rollentapeten haben Sie denn gekauft? Sagt er, das weiß ich heute noch. 11 Rollen habe ich gekauft. Der kauft auch 11 Rollen tapeziert. Bleiben mir 5 Rollen über. Geht er um in die andere Wohnung, ist ganz präsent. Sagt er, sind Sie deppert? Hier? Wir sind 5 Rollen überblieben. Sagt er, mir auch. Ein Facharbeiter. Schreck nur. Muss er reden. Ja, ganz oben im 20. Stock, da wohnt auch ein alter Herr. Und der ist schon lange in Pension, aber der war früher war der Vertreter für Staubsauger. Nicht? Und der hat einmal noch auf seinen alten Tag hat er so eine Vorführung von seinen Staubsauger. Und da fährt er auf ins nördliche Waldviertel und in einem Bauernhof sitzt die Bäuerin in der riesigen Kuchel allein dort und der packt sein Werkzeug aus, da seine Staubsauger, seine Schläuche und hat er so einen Plastikkiebe mit lauter Staub und Dreck und nimmt den Plastikkiebe und schiebt ihm so in die Kuchel hier auf der Erde. Sagt er, was mein Staubsauger nicht aufsaugt, fress ich persönlich zusammen. Die Bäuerin steht auf, wie weg ist, sagt er, wo gingen Sie hin? Sagt sie, ich hol Ihnen einen Löffel, weil wir haben keinen Strom. Der Klimawandel, gell? Der Klimawandel. Man kann es nur sagen, Mahlzeit. Ja. Aber das ist dann ein Ehepaar zum Mittag beieinander. Nicht? Auf einmal sagt sie, Jesus, nein, es fällt mir. Am Kalender habe ich es gerade gesehen, du hast ja heute Geburtstag, gell? Also, gar nicht am Kalender geschaut. Sagt ja, du hast heute Geburtstag. Du, und heute möchte ich dir das schenken, was du so lang wünschst. Was wünschst du denn? Das ist die letzten 5 Jahre, dass ich mir ein bisschen dran denke an meinen Geburtstag, gerade heute. Du hast ja gerade heute. Du hast Geburtstag. Ich hab's am Kalender gesehen. Ja, du hast Geburtstag.
Und jetzt möchte ich dir das schenken, was du schon lange wünschst. Und eine Ruhe. Also, was wünschst du? Ja, was wünsch ich mir? Einen Stein, der deinen Namen trägt. Kennt ihr euch aus? Ja. Sehbar, gell? Da kommt eine Frau kommt aufs Polizeikommissariat und sagt, bitte, mein Mann ist seit 3 Tagen abgängig. Sagt der Polizist, ist Ihnen irgendwas aufgefallen in Ihrem Garten? Sagt sie, eigentlich nicht, nur dass er zum Joggen 2 Hofer mitgenommen hat. Die Ehefrau, ich komm noch mal auf die Ehefrau zurück, ne? Also Mittagszeit, ne? Sitzen sie beieinander, jetzt hat's gekocht, was hergerechnet. Auf einmal schaut sie mal, rinnt er mir Tränen übers Wangenlobe, rechts und links. Sagt, Jesus, na, an unserem 10. Hochzeitstag rinnt er eine Freudenträne übers Wangenlobe. Sagt er, was heißt Freudentränen? Wenn wir 2 Jahre verheiratet waren, wollte ich die umbringen, 8 Jahre hätte ich gekriegt, heute war ich frei. Ja. Gut, gut, ey. Ja, das war. Das war ein Nachtkastel. Das war. Nein, das war ein Nachtkastel. Was denkst du? Am Nachtkastel liegt eine Banane und ein Vibrator. Sagt die Banane zum Vibrator. Was sieht das denn so deppert? Ich wär ja gefressen. Das war ein Ehepaar und sagt er zu ihr. Sagt er, na, was machst du, wenn ich da sage, ich habe im Lotto gewonnen? Sagt, schau dir ehrlich, wenn du im Lotto gewonnen hast, also, ich nehme mir die Hälfte und weg war ich. Sagt er, vorige Woche habe ich einen 10er gewonnen, da hast du einen 5er und schlechte. 5 Euro. So, jetzt wird's ernst. Genau. Jetzt geht's um die Erbschaft. Ja, das ist ein hakliges Thema. Ja, nur nicht ausstrafen. Erbschaft ist sehr hakelig, ja. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, was man da übers Erben machen könnte. Und da singen Ihnen zwei. Ja. Zwei Erben. Erbschaftsanwärter. Zwei Erben. Erbschaftsanwärter. Was die so machen wollen, um an die Erbschaft zu kommen. Ja, frage ich mich. Wir haben eine Tante. Die ist mit uns echt verwandt, dazu ist sie noch zugleich unendlich reich. Ach, wie schön, was uns gefällt. Wir erben einmal ihr Geld und darum denken wir heut, vertschüssi, Boy. Doch leider ist sie gesund und munter, das Gfries, so dass keine Hoffnung besteht, dass sie bald geht. Eine Idee, die müssen wir haben ohne Schmäh, wie man diskret und dezent noch helfen könnte. Gut, schaut's noch, denk ich. Am Sonntag werden wir mit der Tante segeln gehen, wenn starke Winde wehen, ja, das wird wunderschön. Die Tante wird ohne Schwimmflügel am Deck dann stehen, dann werden wir weiter sehen, ach, wird das schön. Der Sturm wird immer mehr, die Tante hat's hin und her, dann hat's einen Käpfler gemacht. Doch leider seh ich sich nicht mehr. Doch leider waren die Rettungsschwimmer gleich parat. Und die haben's ausgezahlt. Es ist wirklich schade. Aber die Tante, die wollte ja immer hoch hinaus. Ach, genau, was sollen wir machen? Da fahren wir halt am Donauturm mit unserer alten Tante. Weil sie ist nicht ganz schwindelfrei und das ist uns bekannt. Da lassen wir's schön ans Gländer hin und zeigen ihr das schöne Wien. Und wenn sie sich dann vierlangt und sich am Gländer stützt, dann klopfen wir ihr auf die Schulter und die Sache ist geritzt. Doch das ist leider alles Theorie, weil auf dem Donauturm fährt unser Tante nie. So hast du nicht noch eine Idee gehabt? Vielleicht beim nächsten Mal. Jawohl.
Da denkt man immer, was wir für ein schönes Land haben. Nein, natürlich macht man Urlaub in Österreich, wenn wir so ein schönes Land haben. Ne? Und da passiert es oft, auch die ältere Generation hat ja genug da. Ne? Nein, ist ja schön, ne? Aber die fahren auch nach Tirol auf Urlaub. Ne? Ein bisschen Urlaub machen in Tirol, wenn sie wandern, gegen ein Eck hängt die Alten so. Ne? Aber sie kommen auch wieder. Sie kommen wieder. Das ist ein liebes altes Ehepaar, geht da wandern. Ne? Und da gehen sie bei einer Weiden vorbei, und da werden sie ein paar Stier und ein paar Kühe drinnen. Und wir sind vorbeigegangen, springt der Stier auf eine Kuh auf, er sieht, der sagt: Wenn ich schau, wenn ich das so siehst, kriege ich einen Guster. Sagt sie: Na dann, du, es sind ja nur Kühe da. Alle eingrenzt, weißt du? Ja. Du, weil es um die Kühe geht, da reden zwei Bauern reden miteinander und sagt einer zum anderen: Jetzt habe ich mir eine neue Kuh gekauft, gell? Aber die ist so viel hartlich, mein Futter, die frisst man nicht auch jetzt heu, gell? Und beim Möchen los mir eine Zube zu neuter. Und ich stehe los, eine Zube. Sagt der andere: Ist die Kuh vielleicht aus Zweitel? Sagt er: Ja, wieso weiß denn das? Sagt er: Mein Alter ist auch aus Zweitel. Also bitte. Dann ist alles klar. Jetzt, es ist interessant. Der hat Zwettl gesagt, das ist mir eingefallen. Wir haben ja früher, vor einiger Zeit, haben wir Schüttelreime erzählt. Und da hat der Helmut Reinberg, unser Ex-Kollege, ganz ein klasse Mensch, hat ein Schüttelreime über Zwettl. Kennt ihr überhaupt Schüttelreime? Warte, ich erzähl euch. Damit die was nicht kennen, dass sie es ja auskennen dann. Ne? Zum Beispiel, ne? Sie fuhr mit dem Bus bis nach Hitzing, weil sie mit dem Piercing am Sitz hing. Ah ja, das ist das. Nein, das musst du dir vorstellen, die will aufstehen. Geht nicht. Oh ja. Es ist besser, sich unter den Böbel zu mischen, als zu Hause unter den Möbel zu pischen. Ne? Ja, das, ja, ich wohne ja flach. Weißt du, eine feuchte Wohnung? Ja, freilich. Einst war er ein Bettler zwar, doch heute ist er Chef der Zwettlerbar. Seit damals sind wir alle Bettler zwider, versichert ein alter Zwettler bieder. Man sah schon manchen Bettler zwischen, ein paar Kisten Zwettlerbischen. Seit damals gab es mit Bettlern Zwist, drum bettle nie, wenn du ein Zwettler bist. Jawohl! Fahr bis. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir freuen uns immer wieder, wenn wir ganz liebe Kollegen begrüßen dürfen. Heute haben wir einen ganz lieben Kollegen da, unseren Harry Brünster. Grüß dich, Harry. Meine Verehrung. Harry, servus. Hello, hello. Grüß Gott. Jetzt kannst du wieder gehen, du hast mehr Applaus gekriegt wie mir. Ich hab's ja fast nicht mehr ausgehalten, aufzukommen, weil bei den Schüttlern, ne? Schütteln ist schon nicht. Ist was Schönes, gell? Ja. Was dann? Ja, nein, sowieso. Hauen raus. Während er den Diesel lenkt, er dauernd an die Liesel denkt. Ist nett, oder nicht? Ja, oder verliebt war er. Ja, verliebt. Ja. Verliebt war er, ja. Oder weil du kappst an mit 8, ich mache also die Hälfte mit 4. Also zum Beispiel, ein Mann mit Namen Berno Chill war Physiker in Tschernobyl. Der war nicht nur beim Kraxeln schnell, er leuchtet auch beim Schnackseln hell. Der war durchleuchtet. Harry, jetzt bringst du mir aber eine Idee. Ja? Von dem letzten Reim habe ich eine Idee. Das hat er mich inspiriert. Ich bin ein ganz sturer Hund, ich bleib bei jeder Hure stumpf. Er küsste sie im Lampenschein, dann schlief er bei der Schlampe ein. Selbst den tiefen Kaukasus gibt man einer Sau keinen Kuss. Der ist richtig schön. Sau keinen Kuss. Der ist der Kuss. Du kennst dich in Österreich aus? Ja. Der Stadtrat von Radstadt steigt der Postfreund auf Frustbein, da hat es einen Postmappen mit Mostpappen. Ein Zungenbrecher. Mein Lieber, da wird es richtig schwierig. Bist du Moped? Kannst du ruhig an der Zöhne, die merken sie eh nicht.
Nur mal ein Doppelschüttler. Der Gast verfolgte bis aufs Schiffsdeck die Fliege, die im Schiss aufs Beefsteak. Worauf er laut und höchst erbost rief: Ich will ein unbekacktes Roastbeef. Aber wir sind ja nicht nur zum Erzählen. Du willst ja was singen auch, gell? Ja, gern. Bei Tag und Nacht denk ich an die zwei Wiener, die Witz erzählen von Hitzing bis nach China. Kein Schlagzeil bleibt den beiden je verborgen, drum singen sie schon Hits für morgen. Zwei Wiener, zwei Wiener, zwei Wiener, unterhalten die Leute schon seit Jahren. Die zwei Wiener, die zwei Wiener, die zwei Wiener, die reden gescheites Zeug und kann schmoren. Jetzt Thema wird beschrieben, von Blondinen bis Intrigen. Dabei ist allen klar, ist leider alles wahr. Jetzt Thema wird beschrieben, von Blondinen bis Intrigen. Dabei ist jedem klar, es ist leider so viel wahr. So manchen Witz hab ich von denen gestohlen. Aha. Ich bestätige das heute unverhohlen. Das muss sich jetzt gerade richten. Drum werd ich auf meine Gage heut verzichten. Zwei Wiener, zwei Wiener, zwei Wiener. Unterhalten die Leute schon seit Jahren. Zwei Wiener, zwei Wiener, zwei Wiener. Die reden gescheites Zeug und kein Schmoren. Jetzt immer wird beschrieben, von Blondinen bis Intrigen. Dabei ist allen klar, es ist leider so viel wahr. Jetzt immer wird beschrieben, von Blondinen bis Intrigen. Dabei ist allen klar, es ist leider so viel wahr. Es ist leider so viel wahr. Es ist leider so viel wahr. Dankeschön. Super, super. Danke. Du hast ja doch eine Beziehung irgendwie zu Wien und so weiter. Ja. Du kommst ja sehr viel nach Wien. Heute ist er auch da. Nein? Das extra wegen euch gekommen, ist das ein Wahnsinn? Wegen euch ist er gekommen. Gerne auch noch. Extra einen Kurs gemacht. Aber jetzt muss ich dir eine Frage stellen. Wir sind ja in Wien, wir spielen ja wienerisch. Egal. Kannst du als Tiroler ein Wienerlied nicht, gell? Na, hörst du halt aber in die Wüste noch singen, ne? Wirklich? Na, eh klar. Da scheiße mir nix. Der hat dazugelernt. Ich wär kurz gehabt, die zwei. Die haben mir ganz schön in die Mangel genommen. Ja? Aber jetzt kann ich schon kaufen. Kann ich schon. Ja? Lasst mich angelernt, haben sie mir auch schon gelernt. Nein, wir lassen dich nicht angelernt. Wir wollen dich ein bisschen herausfordern. Ein Wienerlied. Kannst du irgendeins für die Leute, dass sie Freude haben? Nein. Freundeln, oder? Ha? Ja, genau. Ha? Ja? Das war ja, jetzt sind sie alles Freundeln. Der Tiroler singt meine Freundeln. Scheiße, mein Ich. Der hat keine Freund. Ja. Moment. Meine Freundeln und Bekannten sind die größten Checkeranten. Und ich bin so benannt, mach bestimmt dir keine Schande, denn ich fahre aus dem Rahmen, schütt mir die Viertel über den Gaumen, und ich bin so schwer. Wir sind keine Wehen. Und Bekannten sind die Christen, Tschecher. Ja!
Und ich bin so bereit, mach bestimmt der Kaschan, den ich fahre aus dem Rahmen. Schütt mir Viertel übergekommen und dazu rinnt der liebe Schmäh. Wenn wir sind Karneval, wenn wir sind Karneval, wenn wir sind Karneval, das wissen sie. Danke. Danke. Harry Brünster. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man da so schaut, unsere Jahrgänge, und da gibt es auch diese wunderbaren Institutionen in Österreich, wo sie die Pensionisten, wenn sie ja, ein Lasern vielleicht oder wo sie hinkommen, Pensionistenheime. Ne? Ich will gar nicht fragen, wer von Ihnen da heute Freigang gekriegt hat. Und wir wollen Ihnen heute ein bisschen Animo geben, um doch in sein Pensionistenheim zu gehen. Nicht alle, ich meine. Wobei, naja, so genau sehe ich das nicht. Nein, das ist ja jetzt eine Sammelaktion. Ja, pass auf, Moment, kann man ein bisschen einschleifen in das Thema Opa-Pa, Pensionistenheim, Oma-Ma, Pensionistenheim. Das ist ja wunderbar. Opa-Pa zum Beispiel, nicht? Nick liegt im Spital im Bettel. Vor mir geht die Tür auf, kommt die Schwester rein. Und in dem Moment steht der Opa auf, stellt sich neben das Bett, lässt das Nachthemd fallen. Die Schwester schaut ihm an, sagt, pfff. Erst die Frauen, die stellen sich das Leibwand vor, gell? Ja. Weil die Schwester sagt nochmal, pfff. Ich sag, hey, Schwester, du schaust wie ich beieinander bin. Schwester, aber früher hast du mich kennengelernt. Da habe ich mir oft einen Kiwi drauf gehängt und bin die 100 Meter in 20 Sekunden gerannt. Sagt die Schwester, gell, das geht heute nimmer mehr. Ich sag, ja, die Füße dann nimmer mehr. So ist es. Was? Und die Füße nachlassen. Yes, wenn die Hüfte bedient sind. Der Opa, der liegt da im Krankenzimmer und kommt einer rein und sagt, wie groß sind Sie? Sagt der Herr Doktor, ich bin 1,78 Meter. Sagt, ich bin nicht der Doktor, ich bin der Tischler. Da sollte man dann Vorsorge betreiben. Nicht? Aber es ist ja heute so, in diesen Spitälern, Gott sei Dank sind sie alle gesund, was ich da sehe. Aber es ist ein Wahnsinn, was sie momentan anspielt, wirklich. Die haben keinen Platz mehr in den Spitälern. Die legen einen in den anderen, unterschiedlichste Operationen in ein Zimmer ein. Ne? Opa ist da gelegen zum Beispiel und daneben ist eine junge Dame gelegen. Ne? Und wie der Doktor bei der Visite vorbeigeht, schaut sie mal und sagt, Herr Doktor, bitte, wann kann ich denn wieder mit dem Sexualleben beginnen? Sagt er, Frau, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber wissen Sie, dass Sie die erste Patientin sind, die mich das nach einer Mandeloperation fragt? Ein paar haben es nicht verstanden, aber das ist ja nicht so schwer. Ist ja nicht so schwer. Sagt das Enkel zum Opa. Opa, zu deinem 95. Geburtstag haben wir für dich ein super Geschenk, eine Überraschung vorbereitet. Sagt der Opa. Oh, was ist denn das für ein super Geschenk? Ja, Opa, zum 95. Geburtstag. Er hat ein super Geschenk, das ist eine Stripperin. Sagt er, oh, oh, oh. Und die Überraschung, sie ist der Jahrgang. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ja. So, jetzt haben wir das in so einem Zimmerl, haben wir das ein bisschen durchgespült, nicht? Da war zuerst der Opa, dann war die junge Dame. Und in der heutigen Zeit ist es unheimlich interessant, diese plastische Chirurgie. Also was da alles möglich ist, man glaubt es gar nicht, gell? Ein Wahnsinn. Bei den Damen Brust vergrößern, Brust verkleinern. Bei den Männern Pipperl vergrößern. Ja, wo nichts ist, noch wegnehmen. Meine Damen, das ist was zum Vorstellen, gell? Was? Ja.
Ja, weil wir wollen ja da nicht so viel mehr dumm reden. Wir gehen jetzt in ein Pensionistenheim. Sie sind eingeladen. In ein Pensionistenheim. Die haben gesagt, wir haben so viele aktive Pensionisten. Und nachdem die gesehen haben, Eurovisionskontest im Fernsehen, haben sie gesagt, wir machen einen Eurovisionskontest im Pensionistenheim. Und sie sind jetzt dazu herzlichst eingeladen, zu dieser Veranstaltung. Und da kommt gleich der Herr Franz. Der Herr Franz, der wohnt im zweiten Stock im Zimmer 222. Und der hat noch nie so eine Moderation gemacht. Aber ich bin überzeugt davon, Sie werden ihn jetzt unterstützen. Wenn er in der Nervosität jetzt hervorkommt und die Konferenz macht. Hier ist der Herr Franz beim Eurovisionskontest im Pensionistenheim. Bitte um Applaus für den Herrn Franz. Danke vielmals. Danke. Der Franz, das Publikum jubelt Ihnen zu. Nein, da. Ist schon einschalten? Hören Sie mich? Ich höre Sie nicht. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns hier ins Heim gekommen sind. Sie müssen ja wissen, bei uns ist ja Kanarala. Ja, wir lesen so viel. Ich habe so viel Zeit, ich lese so viel. Ich habe über diese negativen Auswirkungen gelesen von Nikotin, Sex und Alkohol. Ich habe beschlossen, im heurigen Jahr höre ich auf mit dem Lesen. Ja, meine Frau, die hat ja schon jetzt 10 Jahre den Führerschein, die fährt ja also unfallfrei. 10 Jahre, nicht? Jetzt zeige ich ihr den zweiten Gang. Sie hat mich neulich von Florida drüber der Donau, das gehört auch noch, und da hat sie... Ja, das gehört zu mir. Und da hat sie mich angerufen und hat gesagt, das Auto! Das Auto geht nicht. Da habe ich gesagt, wenn du allein im Auto bist, musst du links sitzen. Ja, ich habe es nicht immer leicht mit dir. Aber ich habe ja beschlossen, ich mache jetzt den Autobusführerschein. Weil ich habe neulich beim Einparken bin ich schon nach hinten gefahren und bumm in die Mauer hinein. Und da hat der Herr Polizei gesagt, jetzt wird es Zeit, dass wir den Autobus fahren. Nicht? Genau. Aber Sie brauchen nicht glauben, dass wir hier im Heim so lauter alte Tati, wir sind auch, da sind manche, oho. Sind manchmal Damen dabei, da steigt der Blutdruck, ja. Wenn die Frau Magdalene so vom zweiten Stock runterkommt, sie schreitet ja über die Treppe. Da habe ich sie neulich gefragt, ob sie vielleicht mit mir schlafen will. Sie hat ja reagiert wie ein Lamm. Sie hat gemacht, bäh. Aber Sie müssen wissen, in uns steckt ja viel drinnen. Nein, nicht so wie Sie. Ich weiß, Sie legen das schon schlecht aus. Ja, das ist, was Sie meinen, ist ja die Verstopfung. Nicht? Da habe ich ja mit Herrn Grahulitz neulich geredet. Und der Herr Grahulitz, habe ich gesagt, Herr Grahulitz, ich bin ein bisschen ver... Ja, hat er gesagt, wissen Sie, versuchen Sie es mit Bananen. Da habe ich mir 2 Bananen gekauft. Aber das hat so wehgetan. Ja, die 2. habe ich dann gegessen. Im 2. Stock haben wir eine Dame, die singt so schön. Also die singt aber nur Lieder, wo sie bei der Wahrheit bleibt. Ja. Aber da wird sie manchmal ganz atemlos dabei. Und sie heißt, bei uns heißt sie Heli. Die Frau Heli Fischlinger. Viel Applaus für unsere Heli Fischlinger, da ist sie. Heli, wowdy wow. Dankeschön für den ganz lieben Begrüßungsapplaus. Ich singe Ihnen jetzt ein Lied, was mir passiert ist. Ich laufe durch die Straßen bis zum Markt in der Stadt. Einen Einkaufszettel, hab alles parat. Oho, oho. Brille auf der Nase, sonst ist alles tabu. Schlüssel im Taschel, Plastiksackel dazu. Oho, oho. Ich kaufe Sauerkraut, was gesund ist.
Saft, den man nie vergisst. Doch plötzlich Druck im Bauch, der mir zerrt, es ist höchste Zeit. Was ist los heute Nacht? Bin so oft aufgewacht. Was ist los? Ich muss raus, zieh ganz schnell die Hosen aus. Und ich spür, heute Nacht hat das Sauerkraut die Macht. So viel Winde einerlei. Großer Auftritt hier um 13:30. Und ich kaffe ewig keine Glücksgefühle. Alles, was ich brauch, ist die Häuseltier. Wir sind unzertrennlich, irgendwie verständlich. Hab nur einen Wunsch für ein Klopapier. Und jetzt bin ich schon wieder atemlos, weil ich glaub, es geht schon wieder los. Dann führt euch Gott, liebe Leid. Sonst ist spät, ich hab keine Zeit. La, la, la. Die Helli. Ja, die Helli. Könnt schon aufhören, ist schon erledigt hier. Kannst schon könnt zum schon Lift ganz, gehen. Hab schon einen ganz weichen Schritt. Ja. Fahr mit dem Lift, da ist wurscht. Sie darf ja jetzt schon allein mit dem Lift fahren. Früher ist sie immer in die Mauer gerannt. Ja, ich wollte, wissen Sie, bevor ich verheiratet war, da wollte ich ewig leben. Ja, das hat sich alles geändert, ja. Überhaupt, seitdem ich so oft mit dem Herrn Grahulitz spreche, nicht? Ja, beim Herrn Grahulitz ist neulich eingebrochen worden. Der Einbrecher hat nach Geld gesucht, ist der Herr Grahulitz gleich aufgestanden und hat mitgesucht. Herr Grahulitz ist ja manchmal so ein bisschen weinerlich und missmutig, ja. Und der hat zu mir gesagt, weil so viele Leute in unserem Freundeskreis sterben, hat er gesagt, immer der Wisch, die Besten zuerst. Nicht? Da hat man direkt ein schlechtes Gewissen, wenn man noch auf der Welt ist. Schauen Sie, meine Frau und ich, wir sind ja oft eingeladen auf einem Begräbnis. Ja, morgen sind wir wieder eingeladen, habe ich gesagt, du musst die Blumen ins Grab werfen, nicht nach hinten schauen, wer der Nächste ist. Nicht? Das ist ja Blödsinn, nicht? Genau. Aber schauen Sie, meine Frau und ich, wir verstehen uns ja trotzdem so gut. Ja, kann man nichts machen. Das werden wir auch noch überstehen. Ja, aber sie hat zu mir neulich gesagt, du bist im Bett eine Null. Sag ich, ja, aber was soll ein Jockey auf einem toten Pferd? Ja, wenn jetzt so schönes Wetter kommt, habe ich mit ihr große Schwierigkeiten. Sie wissen, wenn die Sonne so scheint, jetzt besonders im Frühjahr, da stellt sie sich ganz splitternackt auf den Balkon. Habe ich gesagt, mach! Das nicht. Die Leute glauben, ich habe dich des Geldes wegen geheiratet. Sie geht ja auch splitternackt hinauf, aufs Dach vom Heim. Nicht? Hab ich gesagt, das geht doch nicht. Ist ja neulich jemand vom Personal, ist sie nachgegangen, hat gesagt, Frau, Sie können da nicht so splitternackt so hin und her. Und sagt sie, ja, wenn wer kommt, ich habe ja ein Badetuch. Außerdem liege ich nur am Bauch. Sagt sie, ja, Frau, aber Sie liegen am Glasdach vom Speisesaal. Das ist ja ich habe zu ihr gesagt, du schaust dir Kochsendungen an und du kaufst dir Kochbücher und kannst dich kochen. Hat sie gesagt, und du schaust dir Pornofilme an. Ja, meine Damen und Herren, der Herr Grahulitz, der ist ja, habe ich Ihnen gesagt, so manchmal so ein bisschen wehleidig. Und da hat er zu mir gesagt, mir dann der Fies, wenn mir das Kreuz, wenn mir dann der Hand. Habe ich gesagt, Herr Grahulitz, bei mir ist es ganz anders. Ich fühle mich wie ein Baby. Ich habe keine Zähne in der Pappen. Ich habe keine Haare am Schädel und vorige Woche hat mir das erste Mal angeschissen.
Wir haben ja 8 Stockwerke hier im Heim. 8 Stockwerke. Aber oben wohnen lauter Depperte. Die hauen immer so Brotkrümeln ins WC. Die wollen nämlich die WC-Ente füttern. Die sind schon deppert. Ich habe zu denen gesagt, weil die sind ja ganz unter dem Dach sind die. Die sind, stoßen ja mit dem Kopf. Habe ich gesagt, wenn es bei euch in die Suppe hagelt, dann gehört das Dach genagelt, nicht? Aber da wohnen 2 Brüder. Die sind so nett, die 2 Brüder. Die wohnen schon so lange hier im Heim, die wissen gar nicht mehr, dass sie Brüder sind. Ja, die sind. Aber die 2 Brüder verstehen sich so gut und die singen so schön. Schauen Sie, wenn 2 so schön singen und sich so gut verstehen, dann sagen die Spanier zu solchen Leuten Amigos. Hören Sie sich an, unsere Amigos aus dem 8. Stock. Braucht's nicht applaudieren, mich freut's gar nicht. Ich möchte schlafen gehen. Mein Bruder. Spielt er schon? Durchs Feuer, auch wenn der ganze Himmel brennt. Ich such kein Abenteuer, lass mal für eine Nacht suchen. Ich geh für dich durchs Feuer, Feuer, hol dir vom Himmel den Stern. Und wenn du willst, den Mond, den auch, ja. Hey, was ich will, bist du. Ist ein deppertes Lied, gell? Wir haben im Regen getanzt, in dunkler Nacht, es war schon finster, und haben dabei nicht an morgen gedacht. Tanze! Und in deinen Augen war die Sehnsucht zu sehen. Es ist so schön, dass wir beide uns verstehen. Das ist der falsche Song. Ich gebe nicht! Durchs Feuer, auch wenn der ganze Himmel brennt, schon wieder. Ich such kein Abenteuer, das mal für eine Nacht drücken. Lebe durchs Feuer, hol dir vom Himmel jeden Stern. Und wenn du willst, den Mund dazu. Schon Brandblasen, denn was ich will, bist nicht du. Nur du Brandblasen, denn was ich will, bist nicht du. Denn was ich will, bist nicht du. Ich habe ja, wenn ich so zurückdenke, mit 5 Schilling bin ich einkaufen gegangen. Ich bin zu Hause gekommen mit einem 6er-Tragerl Bier. Ich habe eine Stangenwurst, ein Leibbrot habe ich gehabt, 6 Eier, 1 Liter Milch habe ich gehabt. Das geht alles heute nicht mehr. Ist alles videoüberwacht. Schatz, ich war ja neulich mit einem alten Schulfreund, weil ja, der war schon als Kind ein sehr aggressives Kind, ein bösartiges Kind. Jetzt im Alter ist noch ärger. Und wir waren nur einen Moment, waren wir auf der Mahü, die Mahü. Wir sind ja dann zum Auto gekommen und beim Auto steht der Herr Polizei und schreibt einen Strafzettel. Da habe ich gesagt, kann man nicht ein Auge zudrücken für 2 Senioren, nicht? Und der hat sich überhaupt nicht ablenken. Der hat den Zettel unter den Scheibenwischer. Hat mein aggressiver Schulfreund hat gesagt, das ist ein Arschloch. Das kann man doch nicht sagen. Aber ein bisschen deppert war er schon, weil er hat nicht gewusst, dass wir mit dem Autobus da waren, nicht? Ja. Meine Damen und Herren, aber jetzt wird's sexy. Weil jetzt kommt die Yvonne. Die ist auch hier vom Heim, die Yvonne. Die war früher, ja, man sieht es heute noch an, sie war bei der Firma Ford im Escort-Service. Viel Applaus für unsere Yvonne vom 3. Stock. Das war sehr schön. Aber jetzt singen wir das Abschiedslied, ja?
So, jetzt müssen wir euch verlassen. Alle gehen wir heim. Alle gehen wir heim. Im Heim sind wir daheim. Schnell noch die Tabletten und dann lassen wir einen fahren. Heute haben wir viel gelacht. Wir wünschen ein gute Nacht. Jawohl! Sitzt an dem Wirtshaus, isst der Leberknödelsuppen. Ja, bald sind wir eh soweit. Sitzt einer im Wirtshaus, isst der Leberknödelsuppen, wie er so die Suppen isst, patsch, fliegen einem die Zähne raus. Sucht er die Zandel mit dem Löffel, fällt er am Stupé runter. Beigt er sich vier, will das Stupé aufheben. Kommt einem einer aus, sagt einer vom Nebentisch, und mit den Ohren können sie nix. Fährt eine alte Frau mit der Rettung, sagt zum Rettung, sagt, sagt Doktor, wo fahren wir denn hin? Sagt er, wir fahren ins Kühlhaus. Und sagt Doktor, bin ja noch nicht gestorben. Sagt er, wir sind noch nicht dort. Ja. Eine Reise ins Glück. Treffen sie zwei Freunde auf der Kasse, sagt einer zum anderen, Servus Karl, wie geht's? Er sagt, Servus. Sagt er, Karl, stotest du? Nein. Sagt er, Karl, mach mich nicht an, du hast doch nie gestotet, seit wann stotest du? Er sagt, da. Ich fahre nicht auf mein Auto, ich schneide eine Kurve am Frontale, ich hau's raus, ist nichts passiert. Aber ist mir geblieben. Sagt er, Karl, das gibt Sprachpsychiater, Sprachpsychologen, vielleicht eine Kleinigkeit, das kann man doch in Ordnung bringen. Sagt er, teppert mich nicht. Haha, habe kein Geld. Sagt der Karl, ich mache das für dich. Der nimmt den Karl, bringt den Karl in ein Sprachinstitut, gibt ihm dort ab, nach zwei Wochen geht er wieder besuchen. Sagt er, Servus Karl, wie geht's dir? Sagt er, danke. Die Katze geht auf leisen Sohlen um den Baum. Sagt der Karl. Er sagt, bitte, Karl, das ist ja einmalig. Sagt er, jo, den Satz kann ich so selten verwenden. Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie es immer schön, am schönsten geht man auseinander, wenn man sich ein bisschen wohlgefühlt hat. Und wenn man auseinander geht, ja. Nein, wir wollen natürlich jetzt ein bisschen was Wienerisches noch bringen. Also, schauen wir heute, wie wir das da anbringen. Hören dann die Schrammen und singen dazu. Die Lärm beim Bein, ja, die kriegen ohne Knur. Hinter am Baum steht Gott Amor und Loch. Für ihr Arsch, der ihn wehrnette noch. Der Petrus im Himmel schaut runter auf Wehr. Wer er lädt, wer er frett. Da liegt was drin. Also wunderbar, habt ihr jetzt schon mitgemacht. Ein paar haben schon versucht, sie Nachbarn so reinzuhauen. Aber wenn sie nicht kennt, hängt sie rein. Wisst wenigstens, was er in der Taschel hat. Ja. Also, vielleicht bringen wir gemeinsame Bewegung da zusammen in die langen Sitze rein. Ja, das Strand, das ist mein Leben. Ein sinnlos schöneres Geld. Wunderbar. Wo ist dran die ganze Nacht? Bis das ist so, hallo, ja, bei so einer Trarara. Wunderbar! Ja, das haben wir gerne dabei. Und es tragen die ganze Nacht. Bis das ist so, hallo, ja, aber heute, heute, heute geht's in meine Schuhe. Komm mit an Rastas, heute, heute, heute geht's immer die Schuhe aus. Heute, 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 heute hab ich an Rast. So, und jetzt posch mir noch einmal mehr. Heute Saft zur Föberi. Daher die große Sympathie. Wir haben beide ein System, das ist vernünftig und sehr bequem. Ob ich ein rasches Wehrer aus, kann ja vorkommen, nimm ich mein alte Schleppitz aus. Ja, das nächste Mal ist wieder umgekehrt.
Rede blau, du hast mich schon dran. Geh, ohne Schau, mich nicht so dämmen.